nicht erstmal den Mord an Professor Goldenbogen aufklären, bevor du dich mit seiner Schwester profilierst? Ich denke in großen Zusammenhängen, Kian. Das kann ich nur empfehlen. Anne-Christine, legen Sie los. Ah, einen Moment noch. Pierre, das wird dich auch interessieren. Als Pressesprecher und als Ehemann von Helene. Okay. Hallo. Hi. Anne-Christine, bitte. Also, das ist Helene Hartwig, geborene Goldenbogen, wie wir ja alle wissen. Und dieses Foto kam mit einer Mail an Julia Salomon, in der sie sinngemäß schreibt, dass es ihr großartig geht in Australien. Das sind ja brandneue Infos. Merkwürdig daran ist, dass dieses Foto nicht aktuell ist. Julia Salomon hat den Ring darauf erkannt, den Helene ihr lange bevor sie nach Australien gegangen ist, geschenkt hat, weil er ihr so gut gefiel. Und dann wurden wir hellhörig und haben die australischen Behörden kontaktiert. Und laut Aussage der Einwanderungsbehörde hat Helene Hartwig oder Helene Goldenbogen weder ein Visum noch eine Einreisegenehmigung beantragt. Wir haben auch sämtliche Airlines kontaktiert und auch die haben keine Helene verzeichnet. Das kann doch gar nicht sein. Es geht noch weiter. Wir sind nicht die Ersten, die so eine Anfrage in Australien gestellt haben. Ja, Professor Goldenbogen war in den letzten Semesterferien vor Ort und hat nach seiner Schwester gesucht. Und als Daniel zurück in Halle ankam, hat er die beunruhigende Nachricht im Gepäck, dass Helene nie in Australien angekommen ist. Attiato? Ja, auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass diese E-Mail fake ist und dass irgendjemand was Schlimmes vertuschen will. Dass sie tot ist. Also Moment mal, es ist ja erstmal nur eine Theorie. Es gibt bestimmt für alles eine Erklärung. Beim Landgericht ist ein Richter überfahren worden. Und es sieht nicht nach einem Verkehrsunfall aus. Schnapp dir Abel und Kubicki. Dankeschön. Irgendwelche Spuren? Nein, gar nicht. Farbe, Lack, Plastik, irgendwas. Wir haben alles abgesucht, wir haben nichts gefunden. Entschuldigung. Hallo. Hallo, können Sie mir vielleicht sagen, was hier passiert ist? Hauptkommissar Batterte? Nein. Also, wir haben zwei Zeugen. Die standen leider sehr weit weg, deswegen haben wir kein Nummernschild. Aber sie haben übereinstimmend gesagt, dass der Wagen zielgerichtet auf den Richter zugefahren ist. Eindeutige Tötungsabsicht. Dann ist der Wagen mit vollem Tempo weiter in die Richtung. Sie können hier nicht durch. Entschuldigung, ich möchte nur... Sie? Ich muss zu ihm. Ich glaube, das ist mein Mann. Das ist Bernhard, das ist mein Mann. Ich muss zu ihm. Es tut mir leid. Später sprechen. Es geht schon. Frau Templin? Nein, Striese. Wir wollten heiraten. Wir sind erst vor 3 Monaten zusammengezogen. Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin Büroleiterin hier im Gericht. Das habe ich Bernhard auch kennengelernt. Der Fahrer hat es darauf angelegt, ihn zu töten. Er war berüchtigt für seine strengen Urteile. Er hatte ein großes Herz. Privat. Das heißt, er hat sich im Laufe seines Berufslebens viele Feinde geschaffen. Es gab immer wieder Drohungen, aber er hat das gar nicht mehr richtig ernst genommen, wenn er im Gerichtssaal beschimpft wurde. Hunde, die bellen. Gab es in letzter Zeit Hunde, die besonders laut gebellt haben? Vor ein paar Wochen hat er einen jungen Iraker zu 5 Jahren Haft verurteilt, wegen schwerer Körperverletzungen. Es war ein Wiederholungstäter. Nach der Urteilsverkündung, da gab es einen riesen Tumult. Die halbe Verwandtschaft war da, Freunde, Bekannte. Und irgendwer aus dieser Masse hat dann gebrüllt: Wir bringen dich um, du Schwein. Er war hart, aber gerecht. Er war davon überzeugt, Strafen dienen der Abschreckung. Ich habe es eben gehört, Frau Striese. Es tut mir so leid. Auf Wiedersehen. Helene Hartwig hat Halle vielleicht nie verlassen. Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ich habe das Gefühl, es kommt Arbeit auf mich zu. Mhm. Setz dich bitte mit deinen Kollegen in Verbindung und lass alle unidentifizierten Frauenleichen, die nach Helenes Verschwinden vor 2 Jahren gefunden wurden, mit Helenes DNA abgleichen. Umkreis erstmal 200 Kilometer. Kein Problem. Und DNA-Proben bekommst du von Pierre. In der gemeinsamen Wohnung sollte sich noch was finden lassen. Wir legen los und checken polizeiliche Meldungen und Anzeigen im zeitlichen Umfeld von Frau Hartwigs Verschwinden.
Und dann werden wir mit Nachbarn und Freunden sprechen, wann sie Helene Hartwig zum letzten Mal gesehen haben, um den Todeszeitpunkt besser einzugrenzen. Ich mache mich an den DNA-Abgleich. Alles klar. Matteo, haben wir schon was zum Fall des toten Richters? Mitglieder einer arabischen Clique haben Templin in Gerichtssaal gedroht, nachdem er einen Freund von ihnen zu 5 Jahren Haft verurteilt hat. Wir werden die WG aufsuchen, in der der Verurteilte mit mehreren Personen arabischer Herkunft zusammen gelebt hat. Ich übernehme das. Ihr werdet mit Deutsch vermutlich nicht sehr weit kommen. Haben wir weitere Spuren? Eine Autowerkstatt. Die Roland-Garage hat den Diebstahl eines Kundenwagens angezeigt. Ein unscheinbarer Mittelklassewagen, schwarz, wie er für den Anschlag auf Templin verwendet wurde. Inka, beschaffen Sie uns die Überwachungsvideos der Autowerkstatt und sichten Sie diese bitte. Vielleicht gibt es auch Zeugen, die gesehen haben, wer den Wagen gestohlen hat. Und wir statten der WG des Verurteilten einen Besuch ab. Gut, dann los. Maluf, Kriminalpolizei Halle. Das ist mein Kollege Abel. Nana Jain fi sabab bas fi mawdu' al-Adil Matul. Ich verstehe Deutsch. Wie gesagt, es geht um ein Attentat auf einen Richter heute Morgen. Gut, und was wollen Sie dann hier? Hier hat ein gewisser Tufan Alam gewohnt, vor seiner Haftstrafe. Richtig. Mein Cousin. Ich bin Said. Nach seiner Verurteilung wurden Morddrohungen gegen den Richter ausgesprochen. Waren Bewohner dieser Wohnung beim Prozess anwesend? Natürlich. Wir waren alle da. Wir sind seine Familie. Mir gefällt Ihr Familiensinn. Dann möchten wir gerne mit der ganzen Familie sprechen. Bis wann? Der Liebling meines Vaters. Ich muss ihn nicht in die Wohnung lassen. Stimmt, das wissen Sie nicht. Wir können auch alle hier wohnhaften Personen aufs Revier vorladen. Gut. Ich möchte eine vollständige Liste von allen Freunden und Verwandten, die beim Prozess waren. Wir sprechen uns noch. Was machst du hier? Ich wohne da oben. Junge. Heißt das, du wohnst hier? Ich wohne in der WG. Ist dir klar, wo du hier gelandet bist? Bei Freunden, die Allah ehren. Einer dieser Freunde sitzt wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis. Es war Notwehr. Und der Richter ist ein Ausländerhasser. Was willst du eigentlich? Dein Freund ist Wiederholungstäter, dem dieses Land mehr als eine Chance gegeben hat, sich zu bessern. Chance? Ja, Chance. Er hätte sie nur nützen müssen. Stell mir deine Bullenfragen. Warst du bei dem Prozess dabei? Nein. Und wenn das alles ist, ich muss hoch. Ich muss mich fertig machen für die Arbeit. Arbeit? Warum haben Sie den Wagen nicht schon geholt? Hey, und was wollten die Bullen wissen? Möglicherweise kommen wir noch mal auf Sie zu, aber fürs Erste vielen Dank, ja? Tschüss. Wenn Sie mir die Buchungsbestätigung mailen könnten, sehr freundlich. Autowerkstatt Fehlanzeige. Also die haben zwar eine Überwachungskamera für den Kundenparkplatz, aber unser Wagen stand im toten Winkel. Und der Kunde, der den Wagen heute Morgen da abgegeben hat, wollte ihn eigentlich heute Abend wieder abholen mit frischem TÜV. Deswegen hat er den Schlüssel auf dem linken Vorderreifen abgelegt. Und ihr? Der saubere Richter Templin hatte eine Affäre mit einer Staatsanwältin, Frauke Schwarz. Das halbe Gericht tratscht. So groß kann die Liebe zwischen ihm und Striese nicht gewesen sein, nach 3 Monaten Zusammenwohnen. Das erklärt die Hotelabbuchung auf seiner Kreditkarte. Templin hat 10 Tage im Hotel Roter Turm gewohnt. Bis vorgestern. Templin hat die Zusammenarbeit mit Monique Striese verweigert. Eifersucht ist das gefährlichste Gefühl der Welt. 4 von 5 Morden sind als letzter Akt eines Beziehungsdramas zu werten. Expertenschätzung. Inka, holen Sie bitte Marc. Wir fahren zu Templins Haus. Guckt euch den an.
Ein Traum aus Blech. Ganz ehrlich, würde ich auch gern mal mit kuscheln. Was? Finger weg von dem Wagen. Oh. Entschuldigen Sie. Kommen Sie rein. Abel. Striese. Das ist meine Tochter Kim. Ich wusste nicht, dass Sie von der Polizei sind. Nein, im Ernst. Ich bin gerade erst gekommen und eigentlich auch schon wieder auf dem Sprung. Frau Striese, wir würden gerne unter vier Augen mit Ihnen sprechen. Natürlich. Schätze. Ihre Beziehung zu Herrn Templin war in den letzten Wochen nicht so harmonisch, wie Sie es uns dargestellt haben. Wir haben uns umgehört. Der Richter wollte nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. Ihre Beziehung war zerrüttet. Er ist ausgezogen ins Hotel Roter Turm. Ja, das stimmt. Ich dachte, dass er eine Affäre hat mit einer Staatsanwältin. Dachten Sie? Ja, ich habe mir eingebildet, dass er nach einem fremden Parfum riecht. Ich habe zwei Kinokarten in seiner Jackentasche gefunden und dann gab es noch diese SMS von der Frau. Ich war hysterisch. Er hat gesagt, dass das alles Quatsch ist. Ich habe dann sogar mit dieser Staatsanwältin gesprochen, der es ein Rätsel war, wer ihr Handy benutzt hat. Wie heißt die Dame? Frauke Schwarz, sie haben Sie heute Morgen gesehen. Aber das spielt doch eigentlich sowieso keine Rolle. Bernhard und ich, wir hätten uns wieder versöhnt. Er ist vor zwei Tagen hier wieder eingezogen. Hier fehlt noch alles Mögliche. Das ist alles noch nicht fertig. Du hast lange mit deiner Mutter alleine gewohnt. Mein Vater ist beim Zugunglück in Thailand gestorben. Da war ich 9. Und wie war es, seitdem ihr zu dritt gewohnt habt? Du und deine Mutter, ihr wart doch sicherlich ein eingespieltes Team. Ganz gut. Wir sind direkt in das Haus hier gezogen. Und wie war der Richter so? So streng wie vor Gericht? Er war nett. Du machst Abitur? Ja. Wie lange noch? Noch 2 Jahre. Dorotheum. Abitur auf dem Schloss. Das habe ich mir auch immer toll vorgestellt. Ich auch. Naja, es wird wohl leider nichts mehr. Wir hätten uns das nur leisten können, wenn Bernhard, also mit Bernhards Geld. Kennen Sie die Roland-Garage? Ja, natürlich. Da bin ich Stammgast mit meinem Cabrio. Und je älter es wird, desto mehr Zipperlein bekommt es. Wieso fragen Sie? Der Tatwagen wurde vom Gelände der Werkstatt gestohlen. Ein Kundenwagen. Und Sie glauben, dass ich ein Auto stehle und Bernhard damit kaltblütig überfahre? Aber mein ganzes Glück. Templin hätte Kim das Dorotheum finanziert. Das was? Na, das Internatsschloss am Chiemsee. Da wollte ich früher immer hin. Das ist halt sauteuer. Inke, Sie sprechen morgen als erstes mit dieser Frauke Schwarz. Der angeblichen Geliebten von Templin. Okay, mache ich. So inspirierend kann also eine Erbschaft sein. Helene Hartwig wollte die alten Gewächshäuser erhalten und daraus Geschäfte machen. Mhm. Ihr Pflanzen, Gartengeräte, Outdoor-Möbel, Büros für Landschaftsarchitekten. Sie wollte die Arcadia-Baumschule in moderner Form wieder aufleben lassen. Und diese Freifläche hier? Das sollte ein öffentlicher Park werden. Und das Konzept von dem Konkurrenten bestand darin, möglichst viele Gewerbetreibende auf dieses Grundstück zu quetschen und abzukassieren. Genau. Ach, sie kannten Helene nicht. Als sie erfahren hat, dass Götz den Zuschlag bekommen hat, hat sie auf dem Jahresempfang des Bürgermeisters eine Szene hingelegt, die in die Geschichtsbücher von Halle eingehen wird. Und kurz darauf ist sie dann nach Australien abgehauen. Ja. Aber das hat sie konkret nie angekündigt. Lieber ans Ende der Welt ziehen, statt in der Provinz zu versauern, das hat sie mal gesagt.
Also wir müssen mit jemandem vom Bauamt sprechen. Die Sache mit dem Grundstück hat auf jeden Fall die letzten Tage vor ihrem Abtauchen beherrscht. Vielleicht gibt es da einen Kontakt, von dem wir nichts wissen. Wenn Sie trocken zu Ihrer Bandprobe kommen wollen, sollten Sie sich beeilen. Da kommt ein Unwetter. Danke. Du siehst aber immer noch aus wie ein begossener Pudel. Ich habe unseren Sohn getroffen. Wie? Zufällig wo? Wir haben im Zusammenhang mit einem Fall in einer Wohnung ermittelt. Der Hauptmieter ist ein Iraker. Der vermietet unter. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als plötzlich Bastan vor mir steht. Und geht's ihm gut? Ja. Ein Job als Fahrradbote für irgendeine Falafelbude am Marktplatz. Wenn die Moschee ihm dafür Zeit lässt. Du hast gesagt, im Zusammenhang mit dem Fall, was denn für ein Fall? Es gab ein Attentat auf einen Richter. Könnte ein Racheakt gewesen sein, weil er eine hohe Haftstrafe verhängt hat. Gegen einen Verwandten eines der WG-Bewohner. Eine Haftstrafe wegen was? Schwere Körperverletzung. Bassam hat sich wieder mit Kriminellen eingelassen. Es ist nicht das erste Mal. Ach, er hat sich verleiten lassen, ein paar Ersatzteile bei seinem Arbeitgeber zu klauen. Die Hemmschwelle sinkt. Zwei von denen sind vorbestraft. Ja. Was soll ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Drogenhändler, Terroristen? Verdammt! Sami, dann hol ihn da raus. Er ist volljährig. Seine Entscheidung. Ich habe mir für das Leben unseres Sohnes auch was anderes vorgestellt. Bernhard wirkte sehr mit sich im Reinen während der letzten Monate. Die Beziehung zu Frau Strese tat ihm gut. Genauso wie ihr und dem Mädchen. Kim. Die Kleine klebte ja geradezu an ihrer Mutter. Das Sekretariat war wie ihr zweites Zuhause. Für einen Teenager eigentlich nicht normal, aber Bernhard hat das irgendwie aufgebrochen, fand ich. Wie gut kannten Sie den Richter? Frau Strese hat Ihnen also von unserer angeblichen Affäre erzählt. Ja, das ist so eine fixe Idee von ihr. Ich bin verheiratet. Zwischen mir und dem Richter fliegen seit 15 Jahren die Fetzen vor Gericht. Den hole ich mir nicht auch noch als Liebhaber ins Haus. Sie hat gesagt, es hätte Anzeichen gegeben. Ja, ja, ich weiß, das passte alles. Das war wie verhext. Zum Beispiel eine SMS von meinem Handy. Komme 10 Minuten später, liebe dich. Die war an meinen Mann gerichtet. Der hat sie auch bekommen. Aber ich weiß es nicht, vielleicht habe ich falsch getippt oder Mysterien der Technik. Oder irgendwann hält sie mir ein Pullover von Bernhard unter die Nase, der angeblich nach meinem Parfum gerochen hat. Frau Strese meinte selbst, sie hätten all das ausgeräumt. Möglicherweise hat er etwas ihr Misstrauen wieder angefeuert. Ich könnte es sogar verstehen, dieses Seminar in New York, zu dem wir beide fahren sollten. Guten Morgen. Der verantwortliche Typ vom Bauamt, der damals Helene Hartwig das Baumschulgelände nicht gegeben hat, der ist Trautmann. Der Kerl ist doch sicher noch in Amt Würden. Ja, und ich würde gerne mit ihm sprechen. Die Vergabekriterien für das Grundstück, die sind mir nicht ganz klar. Also da ist irgendwas faul. In 10 Minuten am Wagen. Freiwillige vor. Morgen. Morgen. Ich brauche noch jemand, der nächste Woche für eine Delegation aus Paris referiert, was wir für die körperliche Leistungsfähigkeit unserer Kollegen tun. Frag mich noch mal, wenn wir deine Frau gefunden haben. Bis dahin bitte keine Nebenschauplätze. Gibt's was Neues? Nichts Presseverwertbares. Ich bin ihr Mann. Wir sprechen noch mal mit dem Bauamt. Ach, die Grundstücksvergabe. Wird deine Frau das bestimmende Thema in den Tagen, bevor sie verschwand? Das hätte in die Hose gehen können. Bei einem Unwetter wie heute Nacht, da lässt man so einen Wagen doch nicht draußen stehen. Marc, kommen Sie.
Gibt es Neuigkeiten? Sie haben uns erzählt, Sie und Herr Templin seien völlig im Reinen gewesen. Das mit der Geliebten war auf dem Tisch. Ja, deswegen ist er ja auch wieder eingezogen. Wie war das für Sie, als Sie vorgestern übers Intranet erfahren haben, dass er und Frau Kirschwarz für dasselbe Seminar in New York angemeldet waren? Er hat es Ihnen nicht mal selbst gesagt. Sie haben mit Frau Schwarz gesprochen. Ich habe ein wenig die Kontenance verloren im Büro. Ich bin zu ihr und habe ihr alle Akten vom Schreibtisch gefegt. Ich dachte natürlich, die beiden wollen mich für dumm verkaufen und dass New York ein Liebesurlaub wird. Und haben Sie sich nach dem Ausbruch besser gefühlt? Was hat Herr Templin dazu gesagt? Die Entscheidung, wer zu dieser Fortbildung geht, wurde ganz oben getroffen. Das war unser letzter Abend. Herr Kim und ich hätte gedacht, dass es nie wieder so sein wird. Ihr schöner Wagen wurde heute Nacht fast von einem Riesenast getroffen. Ich hatte andere Sorgen, als ihn in die Garage zu fahren. Ist doch egal jetzt. Bassam, warte. Ich möchte mal mit dir reden. Ich muss arbeiten. Ich will doch meine Eltern stolz machen. Du musst raus aus dieser Wohnung. Ist gerade dein Ernst? Ich mache mir einfach Sorgen. Der Typ, der im Knast ist, hat nur zugeschlagen, weil er sich verteidigen wollte. Und 5 Jahre hat er bekommen, weil er ein Ausländer ist. Und der Richter ein scheiß Rassist, mehr nicht. Aber um den Jungen geht's mir jetzt gerade gar nicht. Verstehe. Geht's um alle oder was? Sind jetzt alle kriminell oder wie? Manchmal sind die Menschen eben nicht so, wie man glaubt. Ja, da hast du recht. Kennst du die Leute überhaupt, die da wohnen? Weißt du, was hinter verschlossenen Türen da passiert? Und bist du dir sicher, dass die nicht einfach nur dein Vertrauen gewinnen wollen, um dich in irgendwas einzuspannen? Du bist ja paranoid. Glaubst du, die bösen Moslems bauen eine Bombe in ihrem Zimmer oder was? Ich muss los. Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Herr Trautmann, angenommen, wir suchen nach einem Baugelände hier in diesem schönen Städtchen. Für eine neue JVA zum Beispiel. Dann wären wir hier beim Bauamt genau an der richtigen Stelle, oder? Im Prinzip schon. Wasser? Sie? Also wenn Sie alle Vorinstanzen durchlaufen haben und ein Beschluss der Bürgerschaft vorliegt, dann ja. Da waren Sie vor 2 Jahren aber sehr viel freier in Ihren Entscheidungen, als um die Vergabe des Grundstücks der Arcadia Baumschule ging. Da lag der Fall ganz anders. Es gab 2 private Bewerber für das Grundstück. Und am Ende hat das bessere Konzept den Zuschlag erhalten. Da gab es auf der einen Seite Helene Hartwig. Die wollte der historischen Baumschule sozusagen neues Leben einhauchen, inklusive Gewerbeeinheiten und öffentlicher Parkanlage. Und Peter Götz, ja. Ja, dessen originelle Idee es war, dort einen Gewerbepark hochzuziehen. Das Gebäude ist fertig und größtenteils vermietet. Es gab also einen Bedarf. Es geht uns nicht um die Bewertung der damaligen Entscheidung, wer das Grundstück bekommt. Frau Hartwig wird vermisst und wir versuchen, ihr Umfeld zu durchleuchten. Ich bin ihr nur ein einziges Mal persönlich begegnet. Einen Tag nach dem Beschluss ist sie kurz hier vorbeigekommen. Hat mir eine Tasse Kaffee über den Schreibtisch gekippt. Ich hoffe, Herr Götz hat sich mit Blumen revanchiert, dafür, dass Sie ihm den Zuschlag erteilt haben. Ich darf keine Geschenke annehmen. Ja. Schönen Tag noch. Dankeschön. Sie ist in Therapie. Ich habe mit einer von ihren Lehrerinnen gesprochen. Sie ist komplett auf ihre Mutter fixiert. Die Lehrerin meint, sie versucht noch nicht mal, Freundschaften mit Schülern zu schließen. Der Wagen ist gefunden worden, dem der Richter überfahren wurde. Das ist doch gut. Leider abgebrannt. In einem Waldstück. Der Täter wollte vermutlich seine Spuren vernichten. Komisch. Musste er erst eine Nacht drüber schlafen, um auf die Idee zu kommen? Mal sehen. Vielleicht findet die Spurensicherung doch noch Hinweise.
Fingerabdrücke sind manchmal verdammt langlebig und DNA-Spuren halten extreme Hitze aus. Das war Brandgeruch bei Monique Striese im Haus. Habt ihr es nicht gerochen? Da war was. Wer so einen Kult um seinen Wagen macht, der fährt ja noch beim Wetter wie gestern Nacht in die Garage. Das ist doch das Erste, woran man denkt. Aber das ging nicht, weil die Garage voll war. Weil der Anschlagswagen drin stand und sie ihn erst heute Morgen rausgefahren hat, um ihn abzufackeln. Der Typ vom Bauer an den Schuhkarton, der baut irgendwie im Schloss. Na, mehr Geld für Staatsdiener. Habe ich jetzt nichts dagegen. Entschuldigung, ich hatte heute noch keine Pause. Naja, Frau Hartwig, die hatte einfach keine Manieren. Herr Götz, Frau Hartwig geht jetzt vermisst. Ich dachte, sie wäre in Australien. Das dachten wir alle bis vor kurzem. Können Sie sich denn noch an die letzte Begegnung mit ihr erinnern? Oh ja. Ihr Auftritt im Rathaus wird mir unvergessen bleiben. Und den 300 anderen geladenen Gästen auch. Ja, ist mal peinlich. Sie ist auf mich los wie eine Furie und hat rumgetönt, ich hätte Trautmann gekauft. Wie kommt sie denn auf sowas? Weil sie beleidigt war. Konnte einfach nicht verkraften, dass ich die bessere Vision für das Arcadia-Gelände hatte. Darf ich Ihnen was anbieten? Danke. Das ist eine frustrierte Hausfrau mit versponnenen Ideen. Wie gut kannten Sie sie? Ich bin ja praktisch bei jedem Event in die Arme gerannt. Als Frau des Polizeisprechers und geborene Goldenbogen hielt sie sich für die Königin des Hallenser Gesellschaftslebens. Das ist meine Marilyn. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sie liegt am Yachthafen. Schon schwer, mal eine halbe Stunde ohne Smartphone auszukommen, ne? Ich hab's. Schauen Sie mal. Das Foto von Helene Hartwig aus Australien. Ja, aber sehen Sie genau hin. Das ist nicht der Pazifik. Da ist eine Reling im Hintergrund. Sie sitzt auf einem Boot. Gut, das bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. Sehen Sie mir auf den Rettungsring? Elin. Marilyn. Das ist das Boot von Götz. Ja, das ist bei mir auf der Yacht aufgenommen worden. Und? Uns wurde das Foto vor kurzem zugemeldet, um uns weiß zu machen, dass Helene Hartwig sich in Sydney des Lebens freut. Also das Bild ist bestimmt 3 Jahre alt. Das war auf einer Party zum Geburtstag meiner Freundin. Haben Sie das Foto gemacht, Herr Götz? Nein, ich mache keine Fotos. Aber außer mir hat vermutlich jeder fotografiert an dem Abend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha hierher, auf der Seite der Gefahr. Ich kann auch wieder gehen. Nein, nein. Entschuldige. Was kann ich für dich tun? Mindestens 2 meiner Mitbewohner dealen mit Drogen. Ich habe auf dem Küchentisch Pillen, Crystal Meth und weißes Pulver gesehen vor einer halben Stunde. Okay, ich schalte sofort das Rauschgiftdezernat ein. Du hast das Richtige getan. Willst du dich setzen?
Und denkt jetzt nicht, das ändert was zwischen uns. Mein Leben und euer Leben, das passt nicht zusammen. Mir ist mein Glaube wichtig. Und du hast einfach deinen aufgegeben. Für mich bist du genauso weit weg vom Glauben wie irgendwelche Typen, die mit Drogen ihr Geld machen. Du kannst nicht zurück in die WG. Ich lasse dich mit deinem Streifenwagen zu uns nach Hause fahren. Okay? Ich habe was über Trautmann rausgefunden. Der tadellose Beamte vom Bauamt? Der hat sich mit seiner Frau vor 3 Jahren eine Scheidungsschlacht geliefert. Hey. Und das Einzige, was sie ihm gelassen hat, ist seine Arbeitskraft, damit er weiter Unterhalt zahlen kann. Interessiert uns das? Naja, sie hat mit vielen Tricks gearbeitet. Sie hat behauptet, dass er ihren gemeinsamen 6-jährigen Sohn sexuell belästigt hat. Ja. Und nach einem psychologischen Gutachten über das Kind wurde die Anzeige wieder fallen gelassen, aber... Ein Makel bleibt immer zurück. Trautmann ist angezählt. Das ist eine Schwachstelle, die man ausnutzen könnte, wenn man was an Trautmann wollte. Eine unappetitliche Erpressung bringt einen vermutlich weiter als ein gutes Bebauungskonzept. Wo haben Sie die Info her? Nur weil das Verfahren eingestellt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass der Fall aus der Akte gelöscht wird. Herr Trautmann? Wir hatten ein interessantes Gespräch mit Herrn Götz. Ich hatte immer das ungute Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist. Reden wir von der Arcadia-Baumschule? Vom Grundstück? Ich habe das mitgebracht, weil ich reinen Tisch machen will. Kinderfreund oder Kinderschänder? Ich würde mich nie an Kindern vergreifen. Ich saß ganz harmlos auf der Bank mit meiner Lunchbox. Wissen Sie, ich habe mich vor 3 Jahren scheiden lassen. Und Ihre Frau war nicht zimperlich. Sie hat behauptet, dass sie ihren eigenen Sohn sexuell belästigt hat. Das war gelogen! Sie wusste, dass sie mich damit zerstören kann. Aber wenn man die Vorwürfe kennt... Dann sieht man hier einen lüsternen Typen, der sich an einem kleinen Jungen aufgeilt. Götz hat gedroht, das Bild der Polizei zuzuspielen. Meiner jetzigen Lebensgefährtin, meinem Arbeitgeber. Und zusammen mit meiner Vorgeschichte... Das hätte sie ihre Stelle kosten können. Ja, vor allem das Recht, mein Kind sehen zu dürfen. Ein Wochenende im Monat. Schlagende Argumente, Götz, den Zuschlag für das Grundstück zu geben. Das Konzept von Frau Hartwig war unwiderstehlich. Es wäre eine Bereicherung für Halle gewesen. Stattdessen habe ich grünes Licht für diese gesichtslosen Gewerbebaracken gegeben. Stellen Sie Götz für morgen ein. Ich bin gespannt, in welchen Storys er sich rausreden wird. Ich denke, er wird da sehr kreativ sein. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Der tote Richter. Ich bin mir sicher, wir kriegen gleich ein Geständnis. Der Wagen, mit dem der Richter getötet wurde, hat in Ihrer Garage gestanden. Müssen wir die Spurensicherung noch bemühen, in dem Wrack nach Ihren Fingerabdrücken zu suchen? Nein. Ist es ein Geständnis? Haben Sie Richter Templin überfahren? Ich wusste, dass in der Werkstatt die Schlüssel der Wagen immer vorne auf dem Reifen liegen. Ich wusste, wann Bernhard zum Dienst erscheinen würde. Ich habe in Sichtweite gewartet und als ich ihn habe kommen sehen, da habe ich Gas gegeben. Nach einem anonymen Hinweis hat das Rauschgiftdezernat mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft in der Wohnung der beiden aus dem Irak stammenden Männer erhebliche Mengen an Crystal Meth, Ecstasy, Amphetaminen, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial sichergestellt. Die werden sich rächen. Ja, dann könnt ihr mich jetzt einbunkern. Bist du zufrieden? Nein, weil das kein Leben wäre, was dich glücklich macht. Drogen sicherstellen. Einer der beiden Männer konnte nach kurzer Flucht wieder aufgegriffen werden
Beide Festgenommenen wurden inzwischen dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft. Einer der Männer hat eine Aufenthaltsgenehmigung, der andere hat ein Studentenvisum und studiert in Halle. Der Verkaufswert der Vision ist in Ordnung. Kriegt ungefähr 100.000 Euro. Oh, Kim. Meine Mutter ist hier. Frau Striese. Was ist los? Kann ich zu ihr? Die Kollegen sprechen gerade mit dir, aber du kannst gerne hier warten. Willst du vielleicht einen Kakao oder so? Die Dienstreise nach New York, das habe ich keine Sekunde lang geglaubt. Er hat mich hintergangen. Die große Versöhnung war den Champagner nicht wert, den wir getrunken haben. Ich muss es Kim sagen. Deine Mutter hat etwas Schreckliches getan. Sie war in einer Ausnahmesituation. Ich sag nichts. Ich weiß, dass du mich dafür hast. Du hast ihn sehr gern gehabt. Deine Mutter wird sich wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Das bedeutet Gefängnis. Wo komme ich jetzt hin? Ich meine, ich habe doch niemanden. Da wird sich sicherlich was finden. Du bist schon so groß, du schaffst das. Du kommst mich besuchen und irgendwann gehe ich in den offenen Vollzug. Schatz, Kim, Schatz, wir müssen sie auf den Boden legen. Eins, zwei. Kim, hörst du mich? Hörst du mich? Sag deinen Namen. Was hast du denn da? Besser? Kim, der Abdruck über deiner Brust. Das ist eine typische Marke, wie sie der Sicherheitsgurt nach einem heftigen Aufprall hinterlässt. Das kann doch von sonst was sein. Vielleicht von deinem Taekwondo. Hast du Schmerzen im Nacken? Bewegungseinschränkungen? Das könnten Symptome für eine HWS-Distorsion sein, Halswirbelschleudertrauma. So wie es nach einem Auffahrunfall auftritt. Kim. Was wollen Sie von dem Mädchen? Das tut doch hier nichts zur Sache. Sie weiß nicht, was aus ihr wird. Das ist ihr Problem. Ich will nicht, dass du für mich ins Gefängnis gehst. Ich habe ihn überfahren. Ich habe ihn gehasst. Er wollte mich loswerden, damit er mit dir allein sein kann. Das ist Unsinn. Er wollte mich in das bescheuerte Internat abschieben. Das stimmt nicht. Das habe ich dir doch schon erklärt. Erstens wäre dieses Internat eine riesengroße Chance für dich gewesen. Und außerdem meinte dein Therapeut, dass es dir helfen könnte, Flügge zu werden. Ich will bei dir bleiben. Kim leidet unter krankhafter emotionaler Abhängigkeit. Sie hat sich extrem an mich geklammert. Wir hatten das ganz gut im Griff, bis Bernhard und ich ein Paar wurden. Die Affäre hast du ihm untergeschoben. Die Kinokarten. Die SMS. Es war so leicht. Verdammt, ihr wart doch schon getrennt. Warum musst du euch wieder vertragen? Er ist wieder bei uns eingezogen. Da habe ich mir das mit dem Auto überlegt. Seit wann wussten Sie Bescheid? Kim war völlig durch den Wind, als ich nach Hause gekommen bin an diesem Tag. Ich habe ihr in die Augen gesehen und wusste sofort. Du bist das größte Glück meines Lebens. Ja, gut. Ich habe Trautmann erpresst. Und? Dafür hat Halle jetzt das schönere Projekt. Und wer hat das Foto gemacht? Hatte ich im Briefkasten. Keine Ahnung von wem. Ich habe viele Freunde in der Stadt. Weiß ich nicht. Und die Info, dass gegen ihn Jahr zuvor schon mal Anzeige erstattet wurde? Das ist doch Hallenser Insider-Klatsch. Kommen Sie. Sie wissen doch, sexuelle Fehltritte sind immer interessant.
Er muss nur seinen Infos was machen. Es wird ein Verfahren wegen der Erpressung auf Sie zukommen. Dann passiert genau das, was der Knabenliebhaber vom Bauern vermeiden wollte. Er kommt ganz groß raus. Tschüss. Was für ein Arschloch. Warum er doch nicht mehr versucht, das abzustreiten? Das ist auch ein Weg, damit nicht weiter im Dreck gewühlt wird. Michael? Alles okay? Ich habe einen Anruf von der Rechtsmedizin in Brandenburg bekommen. Dort lagert seit etwa einem halben Jahr eine unidentifizierte Frauenleiche. Sie wurde auf einer Mülldeponie gefunden. Als Todesursache wurde Strangulation ermittelt. Durch den DNA-Abgleich können wir jetzt mit Sicherheit sagen, dass es ist ihre Frau. Es ist Helene Hartwig.